Abschnitt 17. So lässt der Analytiker von heute, dieser Analytiker d'aujourd'hui, ist eine Form von Zynismus oder Ironie und zugeschnitten auf die amerikanisierte Psychoanalyse. Geht, glaube ich, auf einen Artikel von Hartmann zurück. So lässt der Analytiker von heute seinen Patienten bestenfalls auf dem Punkt rein imaginärer Identifikation, der der Hysteriker verfallen bleibt, insofern sein Phantasma die Klebrigkeit derselben einschließt. Der Hysteriker bleibt dem verfallen, weil die imaginäre Identifikation sein Phantasma klebrig einschließt. Also gerade der Punkt, wo Freud ihn während der ganzen ersten Zeit seiner Laufbahn zu schnell herausholen wollte, indem er das Verlangen nach Liebe forciert aufs Objekt der Identifikation bezog. Klammer auf, bei Elisabeth von R. auf den Schwager, bei Dora auf Herrn K., bei der jungen Homosexuellen aus dem Fall weiblicher Homosexualität sieht er klarer, stolpert aber, als er sich von der negativen Übertragung im Realen getroffen meint. Erst das Kapitel über die Identifizierung in Massenpsychologie und Ich-Analyse setzt Freud in den Stand, klar diesen dritten Identifikationsmodus zu unterscheiden, der bestimmt ist durch seine Funktion als Träger des Begehrens und damit insbesondere durch die Beliebigkeit seines Objekts. Aber unsere Psychoanalytiker bleiben hart. Dieses beliebige Objekt ist die Substanz des Objekts. Nehmet hin meinen Leib, nehmet hin mein Blut. Klammer auf, diese Profanation stammt aus ihrer Feder, Klammer zu. Das Geheimnis der Erlösung des Analysierten ist in dieser imaginären Vergießung, deren Oblat der Analytiker ist. Vergießung ist schön, das Wort. Ergießung oder Erguss könnte man vielleicht es auch überschreiben. Ist in dieser imaginären Vergießung, so wurde es übersetzt, deren Oblat der Analytiker ist. Wie sollte das Ich, mit dem Sie sich hier zu helfen behaupten, nicht unter die verstärkte Entfremdung fallen, die Sie das Subjekt, der Sie das Subjekt überantworten? Wie sollte das Ich, mit dem Sie sich hier zu helfen behaupten, nicht unter die verstärkte Entfremdung fallen, der Sie das Subjekt überantworten? Immer schon und lange vor Freud haben die Psychologen, wenn sie sich auch nicht in diesen Wendungen ausgedrückt haben, gewusst, dass wenn das Begehren die Metonymie des Seinsverfehlens ist, das Ich die Metonymie des Begehrens ist. Das ist auch sehr schön. Wenn das Begehren die Metonymie des Seinsverfehlens ist, das Ich die Metonymie des Begehrens ist. So funktioniert die abschließende Identifizierung, deren sich die Analytiker rühmen. Geht es um Ich oder Über-Ich ihres Patienten, so zögern sie, oder besser, machen sich nichts aus der Kure, um es genau zu sagen. Und der Patient kann sich dann mit ihrem starken Ich identifizieren. Freud hat dieses Resultat in dem eben zitierten Aufsatz sehr genau vorausgehen. Freud hat dieses Resultat in dem eben zitierten Aufsatz sehr genau vorausgehen, gesehen wahrscheinlich, falsch übersetzt, vorausgehen, indem er zeigte, wie bei der Entstehung einer Führergestalt das unbedeutendste Objekt die Rolle eines Ideals übernehmen kann. Vorausgesehen, ja. Da fehlt ein SE, ein Signifikant und ein E. Nicht von ungefähr orientiert sich die analytische Psychologie immer mehr an der Gruppenpsychologie bzw. an der Psychotherapie desselben Namens. Beobachten wir die Auswirkungen davon in der analytischen Gruppe selbst. Es stimmt einfach nicht,
dass die so betitelte Lehranalysanten sich nach dem Bild ihres Analytikers ausrichten, auf welcher Ebene man dieses auch betrachten mag. Viel eher sind die Analysanten eines Analytikers untereinander verbunden durch einen Zug, der in der Ökonomie eines jeden durchaus von sekundärer Bedeutung sein kann, indem sich aber die Unzulänglichkeit des Analytikers in Bezug auf seine Arbeit abzeichnet. Das finde ich ist in den Büchern von Yalom, wo es um die Gruppensituationen geht, besonders schlagend. Das war eine Ergänzung durch uns. Letzter Satz bei Lacan. So lässt beispielsweise der, für den das Problem des Begehrens sich reduziert auf die Enthüllung der Angst, in diesem Leichentuch all diejenigen zurück, die er geführt hat. So lässt beispielsweise der, für den das Problem des Begehrens sich reduziert auf die Enthüllung der Angst, in diesem Leichentuch all diejenigen zurück, in die er geführt hat. Es folgt der letzte Abschnitt 18. Wir sind nun also bei dem verflixten Prinzip dieser Macht, die immer offen ist für eine blinde Ausrichtung.